Ich bin heute in Jachenau nahe des Walchensee unterwegs. Meine Wanderung führt mich in die wunderschöne Bergwelt der bayerischen Voralpen. Schon bald wechselt die flache Forststraße in eine doch recht steile und das ist wie immer im Film schlecht darstellbar. Dieses Bergmassiv wurde früher auch Kirchstein genannt und erhielt seinen Namen vom nahen Kloster Benediktbeuern. Für jeden Oberbayern ist dieser ein Begriff und man sagt, dass jeder dieses Wahrzeichen einmal erklommen haben sollte. Mein Weg führt mich, wie gesagt, von der Jachen in die Südseite der Wand. Nach gut einer Stunde erreiche ich den Langeneck-Sattel. Halte mich hinter der Bank rechts. Nun geht es westwärts etwas abfallend weiter. Mein heutiges Tagesziel zeichnet sich vor mir ab. An dieser Stelle bleibe ich auf dem Weg geradeaus. Mein Rückweg wird sich hier kreuzen. Ganz in der Nähe eine kleine Wasserstelle, die ich sehr gerne für eine Erfrischung annehme. Denn der Tag ist noch lang und mit knapp 28 Grad auch recht warm. Auf den letzten Metern zur Bichleralm wird der Weg noch mal steiler. Wie gesagt, ist im Video kaum darstellbar. Die Bichleralmen liegen vor mir und am Himmel ist ziemlich viel los. Was für ein Ausblick. Alleine deswegen hat sich der Weg bis hierher gelohnt. Die Alm hat heute leider Ruhetag und so grüßt mich einsam die Einladung. Grüß Gott, heute dürfen Sie im Stall sitzen. Oberhalb tauche ich in das Almgelände ein und treffe natürlich auch wieder Einheimische, die friedlich vor sich hingrasen und sich kaum von mir stören lassen. Nun liegt das wohl schwierigste Teilstück vor mir, der Altweibersteig. Es geht steil empor, wie man hier gut in der Übersicht erkennen kann. In Serpentinform komme ich schnaufend vorwärts. Gut 3 Stunden bin ich schon unterwegs und die Beine sind nicht mehr ganz frisch. Die malerische Landschaft entschädigt alle Anstrengungen und von den schönen Fernsichten kann man sich schwer lösen. Der weitere Weg wird noch steiler. Und auch ein wenig Schwindelfreiheit und Trittsicherheit ist von Vorteil. Es wird allerdings nirgends allzu schwer. Zudem ist er in Teilen auch gesichert, wie man hier in der Aufnahme schön erkennen kann. Der letzte Abschnitt führt mich, wie sehr oft, durch die Latschenkiefernvegetation. Sie ist eine robuste Pflanze, die wenig Anspruch an den Standort hat und daher über 1000 Höhenmetern sehr oft anzutreffen ist. Vor mir liegt das Gipfelkreuz der Benediktenwand in 1801 Metern Höhe. Hinter mir liegen 1000 Höhenmeter und ich war gute 4 Stunden unterwegs. Da ich mich für einen Rundweg entschieden habe, wird der Abstieg etwas länger und ich werde insgesamt ca. 8 Stunden unterwegs sein.
Und jetzt muss ich mal die Bilder kurz anhalten, weil ich etwas loswerden möchte. Was ich in diesem Jahr hier an dem Gipfel gesehen habe, ist unfassbar. Die Dohlen sind immer auf Nahrungssuche und kommen einem schon sehr nahe dabei. Es gab hier tatsächlich Menschen, die sich dadurch gestört fühlten und mit den Wanderstöcken nach ihnen schlugen. Leute, was ist los mit euch? Bleibt zu Hause. Genug gefrustet und zurück zu den schönen Dingen.